Herzlich willkommen bei Lotte und Tuffel, Feuervogel mit Moni und Jörg. Hallo zusammen. Ja, vor einer Woche hatten wir es ja bereits beschrieben. Da hatten wir das große Problem mit unserer Lithium-Ionen-Batterie. Die hatte plötzlich nur noch 0%. Chaos war das. Chaos pur. War das Chaos pur? Versautes Wochenende. Wir wollten einfach wegfahren. Aber wir haben das Rätsel gelöst. Und wenn ihr wissen wollt, was dran war, dann bleibt dran. Bleibt dran. Ja, wir sind im Rätsel auf die Spur gekommen. Hallo zusammen. Ja, erst einmal wollten wir uns mal bei euch bedanken für die unglaublich vielen Kommentare und Tipps und Tricks und dies und das. Also es war wirklich, ich glaube, das war das Video mit den meisten Kommentaren. Nochmal vielen Dank. Es hat uns, sehr viel Freude bereitet zu sehen, wie viele Menschen da mitgedacht haben und da Tipps gegeben haben. Also nochmal vielen Dank, war super klasse. Ja, also nochmal zum Ausgangspunkt zurück oder Ursprungspunkt. Wir wollten am Wochenende losfahren, also das Wochenende vor zwei Wochen quasi, kommen an und die Batterie zeigte 0% an. Vorher waren es 100%. Ich muss dabei sagen, ich habe den Hauptschalter, wir haben an, alle Channelfahrer wissen es wahrscheinlich, wir haben an einem Pendel so einen grünen Hauptschalter. Ich kann leider kein Video oder Bild darüber zeigen. Den hatte ich angelassen. Jetzt kann es natürlich sein, weil Leute von Blindstrom gesprochen haben oder geschrieben haben, dass logischerweise dann irgendwie Strom abgeführt wurde. Wenn man dann sagt, so 1 Ampere am Tag, ne? 1 Ampere die Stunde, so, ich bin jetzt kein Elektriker, Entschuldigung, 1 Ampere die Stunde, dann würde das schon 24 sein am Tag und so weiter und so fort. Ja, und stand ungefähr anderthalb Wochen, stand sie ja dann auch ohne Strom. Das kommt dann irgendwo hin. Ja. Also, nachdem wir es dann aufgeladen hatten, haben wir dann, wie im Video beschrieben, ja auch kein Geräusch mehr gehabt. Da haben wir dann den Hauptschalter mal ausgeschaltet und sind mal 10 Tage später nochmal hingegangen und da hatte die Batterie sage und schreibe noch 100%. Also da war von der linken, also von der einen Batterie waren dann gerade mal 1% runter nach 10 Tagen, 14 Tagen. Ja. Also das ist dann vollkommen in Ordnung. Kann man sagen, wenn der Hauptschalter aus ist, haben wir keinen Blindstrom im Fahrzeug, wird nichts mehr abgezogen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich unseren Werkstatttermin wahrgenommen, den hatten wir ja vereinbart und das war dann am Rosenmontag. Genau, Rosenmontag, also in Köln. Schon, wenn ihr das Video seht, dann ist es noch ganz warm. Genau. Ja, und dann ist Jörg dann nach hinten gefahren und das kannst du eigentlich mal erzählen. Genau, also wir haben ja im Vorfeld schon telefonisch abgeklärt, hatte ich ja auch gesagt, Kulanz und so weiter und so fort. Was mich nur natürlich so ein bisschen stutzig gemacht hat, viele haben von euch geschrieben, wenn wir eine Lithium-Ionen-Batterie haben und einen Ladebooster, dann bräuchten wir gar kein Relais. Also, wir sind hingefahren, ist gesagt worden, fehlerhaftes Teil, Bauteil, weil eben aus Fernost. Und da ist eben das Relais getauscht worden. Hier steht drauf, Tausch Relais. Relais, ob jetzt beide, weiß ich nicht. Und Tausch Steuergerät. Ihr seid die Elektriker, ich nicht. Ich kann nur sagen, Batterie funktionierte einwandfrei jetzt. Hat auch geladen. Man hat kein Schleifen mehr gehabt, was wir im Vorfeld auch nicht mehr hatten. Und da bin ich auch vielen dankbar, die geschrieben haben, ja, das BMS hätte von der Batterie ausgeschaltet und hat sich erst dann wieder aktiviert, als wir mit 230 Volt Landstrom drangegangen sind. Und danach ist auch erst die Batterie wieder geladen worden. Wo ich sagen muss, okay, wenn das so ist, dann müssen wir natürlich schauen, dass die Batterie niemals auf 0% kommt. Was ich halt sehr merkwürdig finde, ist, es kann ja immer mal sein, dass, und dann stehst du irgendwo in der Wildnis und kannst dann plötzlich nicht mehr die Batterie laden, wenn du die Maschine startest oder so. Finde ich halt ein bisschen komisch. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, dass wir die Batterie komplett leer ziehen und versuchen dann nochmal, wir wissen ja jetzt, wie es geht, versuchen dann nochmal mit dem Aggregat, also Motor anschmeißen und zu gucken, ob wir den Ladebooster geladen bekommen. Und wenn ja, dann ist gut. Und wenn nicht, dann wissen wir in Zukunft, dass wir das Ding nicht mehr auf 0% runterrocken dürfen. Ja.
Ja, was haben wir noch gemacht bekommen? Wir haben da noch unseren Kühlschrank gemacht bekommen. Der ist ja auch schon seit einiger Zeit, war da ja was nicht mit in Ordnung. Und das haben wir jetzt dann gleichzeitig reparieren lassen. Und es war Gott sei Dank auch noch Garantie drauf. Darf ich etwas präzisieren? Etwas nicht in Ordnung heißt, der Kühlschrank hat ja, ich wollte ja gerade schon sagen, das Genauere gibt der Jörg. Dann der Kühlschrank hat nicht mehr auf 12 Volt gekühlt, haben wir ja geschrieben. Und ich kann sagen, also für die Leute, die es interessiert hatte, da war auch ein Steuergerät kaputt von dem Kühlschrank, weil der Kühlschrank kühlte ja auf 230 Volt, der kühlte auf Gas, nur nicht mehr auf 12 Volt. Und wurde dieses Steuergerät ausgetauscht und jetzt kühlt er wieder. Das war auch Kulanz, da ich glaube, aus diesem Tretford-Kühlschrank haben wir 3 Jahre Garantie, auch in Ordnung, kann man nicht meckern. Aber wir haben dann noch was machen lassen. Und zwar haben wir unsere Dichtigkeitsprüfung, die eigentlich... Nee, haben wir machen lassen. Haben wir machen lassen. Genau. Unsere Dichtigkeitsprüfung haben wir machen lassen für dieses Jahr schon. Genau. Damit wir jetzt nicht nochmal nach Köln fahren müssen. Also im Großen und Ganzen hätte ich sowieso dahin fahren müssen. Und zur Werkstatt, ich kann es auch nochmal sagen, das ist die Werkstatt Overath in Overath. Und nochmals, ich... hab Respekt davor, wenn jemand sagt, da war Fehler, dies, das, jenes. Ich glaube, ich kann mir darüber kein Urteil erlauben. Ich kann nur sagen, ich bin nicht verwandt und nicht verschwägert mit der Firma Overath in Overath. Aber das, was sie bis jetzt bei uns gemacht haben, haben sie wirklich ordentlich bei uns gemacht, wenn ich das so beurteilen kann, also so als Laie. Ja? Wollen wir mal hoffen, und dass jetzt auch alles so heile bleibt. Bis jetzt hat auch alles funktioniert und sie haben auch wirklich einwandfrei auf meinen Einwurf hier reagiert und gesagt, pass mal auf, Kulanz. Ding Dong, fertig. Ich kann es im Nachgang nicht mehr prüfen, ob es jetzt ein Fehler von der Werkstatt war oder eben Bauteilfehler war. Ich kann nur sagen, sie haben flott reagiert. Sie haben uns schnellstmöglich einen Termin angesetzt und das war innerhalb von 14 Tagen. Und Ersatzteil ist dann aus Frankreich gekommen und somit ist das für mich dann erledigt. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich nochmals für diese zahlreichen Zuschriften. Ja, und jetzt können wir nämlich auch in die Saison starten. Wenn jetzt alles heile ist und das Wohnmobil wird jetzt nochmal schön frühlingshaft, sommerfest geputzt und dekoriert und dann geht's nämlich los. Wir haben nämlich dieses Jahr ganz viel vor. Genau, da auch nochmal, wir haben ganz viel vor. Wir wollen also jetzt einmal in den nächsten 3 Wochen oder 4 Wochen fahren. Noch 30 Mal schlafen. Genau, fahren wir in die Toskana, wird auch ein Riesending werden, sind wir eingeladen worden. Ganz tolle Geschichte, werden wir euch mitnehmen. Wir fahren nach Norwegen, auch eine Riesengeschichte, sind wir zwar nicht eingeladen worden, aber trotzdem eine Riesengeschichte. Und was ihr auch nicht verpassen dürft, wir haben nächste Woche noch was ganz Besonderes vor. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir dürfen nach Kühlbock fahren. Und ja, das ist der Campingplatz, der vom Hochwasser betroffen ist. Vom Hochwasser quasi da, ausradiert wurde. Genau, und was wir da gemacht oder was wir da machen werden, das verrate ich jetzt nicht. Schaut einfach nächste Woche mal rein. Ja, würde uns sehr freuen. Und wenn euch dann, ich sag jetzt mal, wir sind durch mit der Auflösung unseres Rätsels, wenn euch dann unser kleines Video gefallen hat und ihr es nachvollziehen könnt, dass es eben wirklich das Steuergerät, das Relais war, auch wenn ihr es nicht nachvollziehen könnt, wäre es schön, wenn ihr uns einen Daumen hoch schenkt. Genau, und unseren Kanal abonniert. Und dann freuen wir uns, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, Lotte on Tour für den Feuervogel mit Moni und Jörg. Bis dann. Tschüss. Tschüss.